Ja, Freunde, ich habe Feierabend. Ich gehe mir jetzt schön eintrinken, weißt du, bei der Gerti Kufus im Wildtief. Aber mit Laufen ist heute nichts mehr, weil ich habe Füße, Freunde. Ich meine, die wären doch schon dicker geworden. Ich mache jetzt hier einen auf Anhalter, weil die müssen sowieso stehen bleiben. Ich kann kaum noch stehen, doch. Hör mal, Schätzelein, das ist aber nett, dass du anhältst. Ja. Weil ich bin auf dem Weg nach Gerti Kufus. Oh, wow. Ja. Und ob du mich mitnehmen kannst? Nehme ich mit. Ja, in der Innenstadt. Einmal Costa rauslassen beim Wildtief. Du bist ein Schatz, dass du mich mitnimmst. Einmal, sag mal, was ist mit die Sitze? Bin ich gut? Ich meine, die sind nicht richtig gefedert. Weißt du? Mach mal selber. Das auch. Das ist so hart. Ja, hart sind sie. Darf ich mal hinten reingucken in den Wagen? Aber ein unheimlicher Wagen. So düster. Weiß ich noch nicht. Ich möchte einmal sehen, nicht, dass die Dame Waffen dabei hat. Man weiß das nicht. Ja, ich kann hier nicht sitzen. Ach, da sitzt ja noch ein Kind drin. Das habe ich gar nicht gesehen. Ach, Sie haben ja ein Kind dabei. Ist ja unheimlich. Ein Kind, was vorher nicht drin saß. Nee, das ist aber auch nicht. Ich fahre hier nicht mit. Ich habe ein ungutes Gefühl. Nee, ich fahre nicht mit. Mach ich nicht. Warte, nimm mich doch mit! Ach, du Arsch! Ich wollte doch nur in die Innenstadt. Scheiße. Das sind doch nur 700 Meter. Die war nicht angeschnallt. Das habe ich gesehen. Mein verrückter Hase. Ich habe es doch genau gesehen. Also, ich habe es gesehen, du warst gar nicht angeschnallt. Aber du bist ein verrücktes Huhn, du gefällst mir. Pass auf, was ist das hier für ein Modell? Mazda. Wie heißt du? Sabine, was gibt es denn heute? Frisches Brötchen. Das ist nichts für mich. Ich werf das mal nach hinten. Für die Kaninchen. Hör mal, warte, ich setze mich, ich bin gleich. Der ist aber ein bisschen unbequem. Ich habe Rücken, hör mal, ich habe auch Kreislauf. Hast du Klimaanlage? Ich habe nämlich Schnapp. Auch diese heißkalte Luft, die hier rausgeweht kommt, das wird nichts mit uns werden. Bist du denn Single? Leider nicht. Dann hat das eh keinen Sinn. Gibst du mir ein Brötchen, weil ich stehe nur länger. Schätzelein, ich danke dir, du bist eine Frau mit Herz. Bist du Feministin oder warum ist der Wagen lila? Schätzelein, machst du gut, ne? Weißt du Bescheid? Ja, fahr mal weiter. Oh, was ist das denn für eine Karre? Bleib mal stehen, bleib stehen. Oh, der hat Kohle, du. Hör mal, du könntest auch mal einen ausgeben. Willst du nicht mit? Waren wir beide nicht zusammen? Oh, du hast aber eine Hitze hier drin. Was ist das denn für eine Klimaanlage, sag mal? Hier sitzt aber wie ich hier sitze. Nein, ich will dir sagen, wie ich hier sitze. Ja. Bisschen wie Äffchen auf dem Schleifstein sitze ich hier. Sein, ne? Nee, das ist nicht. Ja, hab ich doch zugemacht. Das nützt nichts. Ich mache auf Sex. Ich Glück habe, ist es eine Frau. Sieht mich keiner. Hallo. Hör mal. Schätzelein, ups, jetzt hätte ich beinahe die Tür das Beste gekriegt. Was fährst du hier für ein Modell, sag mal, was ist das für ein Auto? Ein Fiat Panda, wenn man das sagen darf. Also sagen. Hör mal, Schätzelein, ich will nach dem Wildtief. Weißt du, hast du Punkte in Flensburg? Nicht, dass die uns erwischen, angeschnallt bist du? Ich habe keine Punkte, nee. TÜV hast du? Auch. Hast du einen getrunken? Nein. Aber ich setze mich noch mit da rein, dass ich einmal rüberkomme. Ich hänge jetzt fest. Jetzt bin ich ganz runtergesackt. Oh, jetzt habe ich Kreislauf. Ich komme nicht rum. Um Gottes Willen. Ich bin rum. Oh. Warte. Oh. Hasse. Ja. Pass auf, jetzt muss ich noch hoch. Der Wagen ist. Ich kriege die Füße gar nicht rein. Das kannst du vergessen, Beate. Hör mal, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank. Man kann sich vieles schön reden. Aber das ein tolles Auto ist für ein Besten. Beate, komm gut nach Hause. Ja, alles nee, was ist das denn hier für eine Nuckelpinne? Was hast du denn für einen Wagen? Das ist ein Fiat. Das habe ich schon mal gehört. Nein, ist man auch wählerisch, ich weiß. Auch als Schnorrer sollte man eine gewisse Qualitätsdingens haben. Oh, lecker Häschen. Ja. Hallo. Hör mal, hallo, Schätzelein. Sag mal, kannst du mich mitnehmen? Wo wollen Sie denn hin? Das ist mir ganz egal. Wohin du willst, Schatz. Wie heißt du denn? Steffi. Steffi, ich glaube, bei dir sollte man sich lieber anschalten. Weißt du, was ich meine? Steffi, hast du denn einen Freund? Oh, hier sitzt man aber bequem.